So, was haben wir denn hier für eine schöne Aufgabe? Willkommen, Pilger, mein Name ist Kimatsuzu. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Guck mal, wie der Dingsbums hier. Meine Waffe. Ununterbrochene Flugbahn. Meine Waffe hier die ganze Zeit noch arbeitet. So, als allererstes. Falsch. Schatztruhen. So. Also ist ein Schatztruhen hier drin, klar. Gut, schauen wir jetzt erstmal nach, was ist das denn hier überhaupt? Interessant. Okay. Erstmal hier zurechtfinden. So, im Endeffekt ist das hier irgendwas. Nichts, was man kaputt kriegt. Hier kommt man rauf und nur hier. Sehr schön. Du hast Strom, ne? Irgendwie siehst du aus, als hättest du Strom. Muss ich dich jetzt dahin schieben? Alles klar. Dann ist das ja eigentlich ziemlich easy, dieser Schrein hier. Mit dem Stasismodul aufhalten. Türen öffnen. Und Sache ist erledigt. Eine Truhe mitnehmen. Mondsäbel ist ja geil. Hammer. So, hier. Kannst dem Knochen das Zeichen der Bewährung geben, dass der Auserwählte hält. Mondsäbel, eine wunderschön geschwungene Klinge mit Gerudo-Gravierungen, die unglaublich scharf ist. Früher soll dieser Säbel auch bei Ritualen verwendet worden sein. Okay, ich habe so eine Ahnung, was das für Rituale waren. Also krieg ich so nicht fotografiert. Schade. Ja, okay. Und wegwerfen. So. Sehr schön. Ey. Mondsäbel, okay. So kurz und knapp. Ich würde dich ja schon gerne irgendwie als Held anerkennen, aber scheint wohl nicht zu funktionieren. Du hast meine Prüfung gemeistert. Zeichen der Bewährung erhalten. Und raus hier. Hört der Sandsturm jetzt auf eigentlich, weil ich hier drin war oder nicht?